Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Super Smash Bros. Ultimate mit Zelos, Barry, meiner Wenigkeit und der wunderbaren Yassi. Hi. Hallo. Hallöchen. Hallöchen. So, wir spielen nochmal drei Kämpfe wieder, wie immer. Ich ziehe mal wieder meinen roten Latexanzug an und dann würde ich sagen, geht's los. Mm. Oh yeah. Mm, mach das. Ja, das da fängst du gleich ein bisschen mit Sabbern an, Yassi, ne? Das kann ich verstehen. Einen eurer beiden Charaktere finde ich erotisch und den anderen finde ich hässlich. Ihr könnt euch jetzt überlegen, welchen. Wer jetzt vorbei ist. Also ich habe extra den hässlichen genommen. Also ich würde sagen, Sonic ist hässlich. Sexy. Ja. Und der Rest ist sexy. Geil. Boah, hat er nicht gesagt. Alter. Hallo, also schaut doch mal dem King K. Rool in die Augen, das sagt er wohl alles. Ich finde den auch erotisch. Mehr sexy Peak gibt's ja wohl nicht. Mit seiner Krone, das heißt, er hat Macht und das ist immer anziehend für Frauen. Oh, ja. Richtig. Außerdem hat er die gute Wampe. Fiste meine Wampe nicht. Oh, fiste meine Wampe nicht. Wohlhabend ist und viel ich habe einen Titel für die Folge. Investieren kann. Zelos, kannst du mir mal eins erklären? Ja. Wieso ist es in jedem Match so, dass wir direkt aufeinander losgehen? Immer. Ja, immer. Ist krass, oder? Du bist mein Todfeind-Rivale und wie das so. Ist. Ich bin dein Gary Eich quasi. Ja, wir sind permanent in einem. Alter, könnt ihr mich mal in Ruhe lassen? Ich hab euch nichts getan. Du bist mein Gary Eich. Ja, sie schießt von hinten die ganze Zeit auf uns drauf und ihr kloppt den Namen kleinen Barry. Zu viele Worte auf einmal, ich hab nichts mehr bekommen. Ja. Rick, was hast du gesagt, Rickus, du bist mein Gary Eich zu meinem Ash Ketchum und du bist mein Shadow zum Sonic. Und mein Mario zu Wario? Keine Ahnung. Ah, geh weg! Mit deinem Und dein Samus zu Ridley. Deine Samus zu Ridley. Sozusagen. Nein! Warum bist du so schlank und so schön? Warum kann ich nicht so springen wie du? Komm her! Samus der Hedgehog. Zelos der Hedgehog. Au. Bei der stattlichen Wampe des King K. Rool, da muss man schon anfangen zu soppern. Also, ja, das ist Erotik pur. Das ist richtig sexy, Alter. Der wow. ist richtig sexy, oh, geil. Vor allem dieser schuppige Arsch. Wie geht es denn dem Hero eigentlich, wenn er da gerade im Chat ist bei Zelos? Genau. Wie geht's euch denn, dem lieben Chat an der Stelle? Gerade mal den Hero Brian, mal Hallo nochmal und dem Affenzocker, der jetzt inzwischen dazu geschoben ist. Wow. Ach, Leco Mio on the Blanco. Wow. Und so Blanco Popo? Ja. Kannst du doch nicht sagen, sowas. Also sagen kann er das schon. Ja, kann er machen. Kann alles sagen. Sag es, ob er schlau ist. Auf Zerikos seinem Kopf herum. Oh, scheiße, er greift mich an. Oh, oh. Damit habe ich nicht gerechnet. Ey, Rikos, lass mich das war ja wirklich nichts. Da könnte man wirklich nicht mit rechnen, ne? Ja. Au! Das ist überraschend, dass man nicht so das war eine verdammte True Combo, ihr Bösen. Bösen Boobies! Boobies? Also ich hab Boobies noch nie als böse bezeichnet. Nicht? Okay. Nee. Woohoo! Wen soll ich zuerst töten? Ich mach mal erstmal. Mach Yassi! Nee, ich mach erstmal Barry. Der sieht so anziehend aus. Töte mich auch selber, keine Sorge. Ja, okay, alles klar. Nimm Yassi. Woohoo! Er kann fliegen! Ich dachte, boah, das war aber eng. Oh, nein, shit. Die Wampe! Die Wampe della Muerte hat ihn getötet. Alter, was soll man mit dagegen die Wampe machen, Alter? Oh, die Wampe! Du kannst sie brechen, tatsächlich. Geil! Die Wampe. Nee, ich kann die Wampe nicht brechen. So eine schöne Wampe kann man. Du hast mich falsch verstanden. Du kannst mich auf die Wampe Wampe brechen. Das Thema. Geil. Es ist aber irgendwie dunkel bei mir im Raum hier gerade. Dunkel. Dunkel, ja. So, ich glaube, es ist Zeit für Affenpower. Echt? Ja, schimmelige Affenpower. Ey, ich mag ja Z wie Zufall. Ja. Ich mag ja S wie schimmelige Affenpower. Echte Männer wählen Zufall. Stimmen Sie diesen Part? Nee, machen wir nicht. Nee, Delos, was kriegen wir denn noch? Ich schätze, du kriegst Snake durch Zufall. Mario und Snake. Ich hätte Snake. Donkey Kong, ach, was ist denn hier los? Sieht man doch Snake, oder? Ah, doch, immer diese Affen. Ihr müsst auf den hellen Affen gehen. Zweimal Donkey Kong. Geht auf den hellen Affen. Der normal pigmierte ist schlecht. Pigmierte? Also, pigmentierte? Ja. Au. Hey, du Affe, lass meine Freundin in Ruhe. Oder meine das Schwester. Ist deine Schwester. Ich weiß nicht genau, wer das ist. Das ist Nana, vor allem. Achso. Und wie heißt er? Ice Climbers. Peter oder so?
Popo und Nana heißen die. Popo? Warum heißt er Popo? Ist ja furchtbar. Heißt das so, oder? Ich dachte. Rassistisch. Alles ist rassistisch heutzutage, das ist das Schöne. Nee, also. Selbst nicht rassistisch sein wäre rassistisch. Das ist rassistisch, das ist ja schön. Man kann immer irgendwie diskriminieren, das wird immer einfacher, weil irgendwelche Leute immer sensibler werden. Es traut sich niemand mehr Witze zu machen. Ja, ich mache über alles richtig. Witze. Das ist auch richtig. Jeder hat ein Recht auf Diskriminierung. Ja. Ja. Wie der Serda so Mundschuh immer so schön sagt. Alter, Rekurs, ich bin kein Volleyball, ich habe auch Gefühle. Das war eher ein Dank. Also Basketball. Ja, wo bin ich? Lebe noch. Was ist hier los, ey? Ihr seid halt alles Powerhouses hier. Ich habe halt, hab das Gefühl, dass der Ganondorf mal sterben muss, denn der hat noch zwei Leben. Ich habe das Gefühl, dass Rekurs die einzige Person ist, die nicht angegriffen wird. Aber ich traue mich nicht, ihn anzugreifen, ihr müsst das machen. Uiuiui. Wuhu! Er hat keine Spam-Attack, ich komme damit überhaupt nicht klar. Oh, ah doch, hat sie keine Spam. Stimmt, das unten B kann er spammen. Naja, nicht erfolgreich spammen, habe ich gehört. Naja, das ist kein Barry-Charakter. Er ist schwer, langsam und unspammig. Ja. Urja! Rico, spring mal mit einem wieder zum Tod, das ist immer witzig. Okay, nein, mach wen? Das nicht. Mit wem? Nimm mach beim Sieg, der Zweiter wird. Vielleicht werde ich ja nur Dritter. Ah, wieso, Yassi? Yassi? Nein. Nimm Yassi und schmeiß hier runter. Verdammt. Kannst du doch nicht gerne packen. Nein! Euer Wunsch ist mir Befehl, eure Bärigkeit. So ein Arschloch, Digga. Oh, ich bin so traurig. Guck mal. So, ja, das war doch nett. Sag's. Ach, schön. Ach, Yassi. So, Yassi, eine Runde noch. Wie geht es dir? Dann sind wir schon fertig. Wie es mir geht? Dir so? Ja, wie es dir geht. Ich fühle mich gemobbt wegen meiner grünen, schiefen Nase. Was? Ach, akzeptiere es so, wie du bist, toll. Yassi. Das ist okay. Du bist so schön, genauso schön, wie du bist. Nee, halt, stopp. Du bist das schön, könnte auch anders interpretiert. Das könnte man wirklich fehlinterpretieren, ja. Dating-Tipps mit Zähler. Ja, spielen wir jetzt noch eine Runde, ja. Eine Runde noch, ja? Ja. Letzter Kampf. Alle auf Rikus. Alle auf Rikus. Alle auf Rikus. Alle auf Rikus. Was hab ich denn jetzt aus Versehen gemacht? Scheiße, ich hab nicht Bowser Junior heute genommen. Ah. Oh. Stimmt, ja. Ah. Ja, nächstes Mal gibt es eine Wendy-Folge, da nehme ich nur Wendy, aber ich werde es eh vergessen. Oh, Snake, buh. Oh, Snake. Dann wird immer nur die Spammer. Also Zellers können wir eigentlich ignorieren. Was hast du? Denk ich ja gar nicht dran. Dieser Typ da, dieser komische Iggy. Der wird jetzt vermöbelt hier, der Snake-Hose. Oh, ich hasse diesen Charakter. Wieso nehme ich ihn, wenn ich mich nicht retten kann? Ich bin sehr dumm. Na okay, gern, dann bin ich eben schnell tot. Dieser Iggy stört meine Mission-Körner. Wer ist denn dieser komische Dino-Körner? Oh, peitsch mich nicht. Doch, ich mag Peitsch. Autsch! Spam! Wer ist, wenn wir mal Rico sagen? Kann ich das auch mal machen? Ich den Barry, der das Schlechteste ist. Spam! Wir sind solche Idioten, damit Rico immer gewinnen. Ach. Los, Rico, töte sie diesmal durch. Indem du von oben runterkommst und dann deinen Schlag machst. Welchen Schlag? Diesen Side B, glaube ich, oder Smash Side. Ah. Wenn du von oben runterfliegst. Schieben! Die werden einfach weggemobst. Oh, danke fürs Sagen. Oh, gefunden. Ja, und gerettet damit. Läuft damit. Ich weiß gar nicht, lacht, so richtig. Alter. Oder töte durch dein kleines Ding, durch deine kleinen unten B-Ding. Das hier? Genau, dann darfst du auch töten. Ja. Mhm. Upsala, falsche Taste. Alter. Er ist ein Tier. Ja. Eine Schildkröte. Das war Zufall. Ich wusste nicht, wo er ist. Ich weiß es dachte nicht. Ich grad, das wäre geil gewesen, wenn das Ding dann Snake nicht findet. Das wäre der Hammer gewesen. Das wäre geil gewesen vom Spiel. Aber leider. Ja, das Spiel hat auch Schwächen. Snakes Kiste gehört leider dazu. Welchen Sinn hat die denn dann überhaupt? Nichts. Das ist einfach nur ein sinnloser Taunt. Ja. Oh, was? Wow, ich bin rausgekommen. Okay. Schieben! Snake! 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 Oh, Mann!
Scheiß-Spammer! Was? Entschuldigung! Liegt bei der so, Projektil-Spam gegen Projektil-Spam. Oh. Wer wird gewinnen? Projektil-Spam natürlich. Ah. Nein, nicht. Nein! Oh, das wäre ein schöner Tod gewesen. Oh, ich fand, das war ein schöner Tod. Das war kein schöner Tod. Also, ich hätte. Och. Ich hätte gefehlt. Tja, ja. Zellers. Da musst du dich mal anstrengen. Wenigstens bin ich letzter, hey. Schaut euch dann dieses wunderbare letzter. Gesicht an. Gibt es was Schöneres auf dieser Welt? Furchtbar. Das, der gehört in eine Klapse, der Kleine. Ich würde sogar mitgehen, wenn der da ist. Okay, gut, dann soll es das mal gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi.